Hallihallo, meine lieben Leseritter, entschuldigt bitte die späte Verspätung, aber ich bin eher nicht dazu gekommen, aber jetzt soll es losgehen. Ich habe für euch für den Juli 7, nein Quatsch, 9 Neuerscheinungen rausgesucht. Und zwar beginnen wir am 1. Juli, der ja nun leider schon vorbei ist, mit Das Reich der zerbrochenen Klingen von Anna Smith Spark. Erscheint im Knauer Verlag, hat 528 Seiten, kostet als Taschenbuch 14,99 € und als E-Book 12,99 €. Das einst mächtige Kaiserreich von Sekhemlet wird von Dekadenz und Verfall bedroht. Verfeindete Adlige streiten um die Vorherrschaft und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Der einflussreiche Fürst Orhan Emarez, der den Thron des Reiches mit Hilfe einer Söldnerarmee an sich reißen will, ahnt nicht, dass sich unter den gekauften Kriegern ein ganz besonderer junger Mann befindet. Marit ist nicht nur auf der Flucht vor seiner Vergangenheit, sondern auch vor seinem mächtigen Vater, der ihn tot sehen will. Die Hohepriesterin Talia, die im Staat eine sehr angesehene Position einnimmt, hat den Tempel, in dem sie regelmäßig die Opferungen leitet, noch nie verlassen. Doch als das Gemetzel des Staatsstreiches beginnt, muss Talia aus dem Tempel des Herrn über Leben und Sterben fliehen, um den sicheren Tod zu entkommen. Sie trifft auf Marit, der ihr zusichert, sie lebendig aus der Stadt herauszuschaffen. Gemeinsam werden sie schon bald zu Schlüsselfiguren im Spiel um die Macht. Und es kann sein, dass das ein Einzelband wird, da ich keine weiteren Angaben zu irgendwelchen Reihen gefunden habe. Kommen wir zum 2. Juli, da ist erschienen Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke und nach einer Idee von Guillermo del Toro inspiriert. Erscheint im Fischer Verlag mit 320 Seiten, kostet gebunden 20 € und als E-Book 16,99 €. Spanien 1944. Ophelia zieht mit ihrer Mutter in die Berge, wo ihr neuer Stiefvater mit seiner Truppe stationiert ist. Der dichte Wald, der ihr neues Zuhause umgibt, wird für Ophelia zur Zufluchtsstätte vor ihrem unbarmherzigen Stiefvater. Ein Königreich voller verzauberter Orte und magischer Wesen. Ein geheimnisvoller Faun stellt dem Mädchen drei Aufgaben. Besteht sie diese, ist sie die lang gesuchte Prinzessin des Reiches. Immer tiefer wird Ophelia in eine fantastische Welt hineingezogen, die wundervoll ist und grausam zugleich. Kann Unschuld über das Böse siegen? Dann am 8. Juli erscheint der zweite Teil der Königsfall-Reihe, nämlich Der Paladin von Jeff Wheeler, erscheint im Heine Verlag, hat 448 Seiten, kostet in broschierter Form 14,99 € als E-Book 11,99 € und ich habe diesmal auch die Hörbücher mit reingenommen, zum normalen Preis von 25,95 € im Audible-Abonnement allerdings für 9,99 €. Denn am 15. Juli erscheint wieder ein zweiter Teil, nämlich Die Heimkehr Teil 2, Meister der Intrige von R.A. Salvatore, erscheint im Blanc Valais Verlag, hat 512 Seiten und kostet als Taschenbuch 10,99 € sowie als E-Book 9,99 €. Dann bleiben wir beim 15. Juli, da erscheint der vierte Band der Belgariad-Saga, Die Königin von David Eddings, erscheint auch im Blanc Valais Verlag mit 512 Seiten, kostet als Taschenbuch 10,99 €, als E-Book 9,99 € und wieder als Hörbuch 25,95 € bzw. bei Audible 9,99 €. Das dritte Buch am 15. Juli ist Die Shannara Chroniken, die dunkle Gabe von Shannara Teil 2 Blutfeuer von Terry Brooks, erscheint auch im Blanc Valais Verlag mit 448 Seiten, kostet als Taschenbuch 10,99 € und als E-Book 9,99 €. Dann springen wir zum 22. Juli 2019, da erscheint Elfenkönig aus der Reihe Die Elfenkrone Teil 2 von Holly Black, erscheint im CBJ Verlag, hat 384 Seiten, kostet in gebundener Form 18 € und als E-Book 9,99 €. Das vorletzte Buch erscheint am 27. Juli 2019, nämlich wieder ein zweiter Band und zwar von Die Spiegelreisende, die Verschwundenen vom Mondscheinpalast von Christel Davos,
erscheint im Insel Verlag, hat 613 Seiten, kostet gebunden 18 Euro, als E-Book 15,99 Euro, als Hörbuch 29,95 bzw. bei Audible wieder 9,99 Euro und als MP3-CD 18 Euro, wem das lieber sein sollte. Ja, und dann das letzte Buch im Juli erscheint am 31. Juli, nämlich Die Quellen von Malun, Blutgöttin von Daniela Winterfeld. Das ist wohl der erste Band einer zweiteiligen Reihe, erscheint im Bastei-Löbe Verlag, hat 592 Seiten, kostet broschiert 15 Euro und als E-Book 11,99 Euro. Das Wasser auf Ruan versiegt und die Dürre verurteilt die Völker zu Hunger und Durst. Um sich die letzten Ressourcen zu sichern, führt das Großreich Sapion erbitterte Kriege gegen seine Nachbarreiche. Die Politikertochter Fela, der Offizier Dorgen, die Sklavin Alia und der Soldat Talin sind alle auf verschiedene Weise von dem Krieg betroffen. Jeder versucht für sich einen Ausweg aus der hoffnungslosen Situation zu finden. Aber noch wissen die vier nicht, dass ihre Schicksale miteinander verbunden sind und die Gründe für das Verschwinden des Wassers in einer Verschwörung von ungeahnten Ausmaßen liegen. Jo, das war's für den Juli. Ich hoffe, für euch war wieder was dabei, auch wenn es diesmal ein bisschen später kam. Das spielt ja keine Rolle. Ich versuche beim nächsten Mal wieder pünktlich zu sein und bis dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, eure Julia.